Herr Professor Hettel. Ja, vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. First of all, I have to apologize. I have to speak in German. So please follow as far as you can. But it will be very simple for all my colleagues. Ich wurde gebeten, heute etwas zu sagen über die Frage, jetzt funktioniert es, das muss auch noch funktionieren. Wir kennen die aktuelle Diskussion in vielen verschiedenen Publikationen, Zeitschriften, die der Öffentlichkeit natürlich zugänglich sind. Winzige Helfer als Gesundheitsgefahr, das Umweltamt warnt, Risiko ist kaum untersucht. Es wird eine Kennzeichnungspflicht für Nanomaterialien oder insbesondere für Medikamente oder auch für Lebensmittel gefordert, die Nanopartikel enthalten. Die kleine Gefahr hier, aber gleichzeitig wissen wir, dass Sonnencremes natürlich eher hilfreich sind für die Menschen. Wir wissen, dass Socken, die vielleicht gegen gewisse Probleme, die beim Tragen, beim längeren Tragen von Socken entstehen, mithilfe von Nanopartikeln vielleicht verändert werden können. Wir hören nachher ein bisschen mehr darüber. Das winzige Gesundheitsrisiko, Gefahren aus der Welt der Zwerge, das sind die Titel, oder die Süddeutsche: Nano, eine Technologie kämpft um ihren Ruf. Das ist also die Herausforderung, die jemand, der in seiner Forschungsarbeit, jemand, der auch im Deutschen Museum arbeitet, gegenüber der Öffentlichkeit zu meistern hat. Jeden Tag kommen Besucher in unser Nanolabor und fragen, was macht ihr hier? Warum verschwendet ihr Steuergelder, um gefährliche Dinge vorzubereiten? Und dann ist es unsere Aufgabe, in Bürgerdialogen, in Nanodialogen, in Veranstaltungen, wo viele Menschen vortragen, helfen, erklären, die Menschen in den Dialog bringen, zu erklären, was für Chancen mit der Nanotechnologie für die Gesellschaft bestehen, angesichts der Herausforderungen der Gesellschaft. Energie, Umwelt, demografischer Wandel, Elektromobilität, Sie alle kennen das. Es gibt Angels Against Nanotechnology, die manchmal bei Konferenzen auftreten. Es haben sich also NGOs gefunden, die in die Protestkonjunktur oder Kultur eintreten. Deshalb dieser Nanodialog auch bei uns im Deutschen Museum. Wenn wir die Menschen fragen, die zu uns kommen, in einer repräsentativen Besucherumfrage konnten wir feststellen, dass etwa 19%, weniger als ein Viertel der Menschen, mit dem Begriff Nanotechnologie etwas anfangen können. Journalisten in der Regel fragen immer, was ist, gibt es Neues, what's new? Und als Herr schon mal mit dieser Frage von König Willem befragt wurde, hat er gesagt, has Her Majesty understood the old one yet? Has His Majesty understood the old one yet? Das heißt also immer die Frage, was ist neu, ist oftmals auf keiner Basis, was ist überhaupt schon vorhanden. Und auch dieses Defizit müssen wir versuchen zu beantworten. 68% der Menschen, die Nanotechnologie kannten, den Begriff jedenfalls, glaubten, dass das Leben in der Zukunft durch Nanotechnologie verbessert werden kann. Das ist an sich ein sehr guter Wert. Er zeigt auch, dass Information, dass mit Einbeziehung von Menschen zu einem differenzierten jedenfalls Verhalten, zu einer differenzierten Meinung über die Chancen und die Risiken einer neuen Technologie führen kann. Nur 4% dachten, dass das Risiko überwiegen würde. Im gläsernen Forscherlabor beispielsweise, in diesem Zentrum Neue Technologien, wo wir Nano- und Biotechnologie ausstellen, arbeiten meine Studenten, Doktoranden, Diplomanden in der Öffentlichkeit. Sie betreiben beispielsweise ein Rastertunnelmikroskop, machen dort ihre Diplomarbeit, aber es wird die Möglichkeit geboten, für jeden Besucher, sozusagen dem Wissenschaftler, über die Schulter zu schauen, ihm relevante Fragen zu stellen,
aber auch natürlich für einen jemand, der sich überlegt, soll ich vielleicht Physik, Chemie, Biologie, Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften studieren? Wie geht denn das? Was tut man denn da, wenn man Forschung macht? Wie ist der Prozess der Forschung? Also der Blick hinter die Schulter, über die Schulter in die alltägliche Arbeit des Wissenschaftlers. Das Angebot für einen persönlichen Dialog ist wesentlich wichtiger als alle Anzeigenkampagnen, weil Trust, Vertrauen entsteht durch den Blick in die Augen, durch das 1:1 Kommunizieren. Das ist zwar mühsam, aber es lohnt sich. Wir sprechen häufig natürlich über Nanopartikel. Das ist so eine elektronenmikroskopische Aufnahme von Nano- bis mikrometergroßen Metalloxidpartikeln. Sie sind eingesetzt als Energiespeicher in Lithium-Ionen-Batterien. Um diese Partikel geht es hauptsächlich im Chancen- und Risikendialog, der auch von der EU-Kommission geführt wird. Ich selbst habe einem Panel vorgesessen, internationalen Panel, im Bereich der Chancen- und Risikendebatte in der Nanomedizin. 2009 hat das Umweltbundesamt in Deutschland vor Nanotechnologie gewarnt und eben eine Kennzeichnungspflicht gefordert und auch im Grunde genommen dazu aufgerufen, die Verwendung von Nanopartikeln, Nanoteilchen, vielleicht insgesamt Nanotechnologie, und das käme ja fast einem Forschungs- oder einem Entwicklungsstopp gleich, weitgehend möglichst zu vermeiden. Harald Krug von der EMPA hat darauf geantwortet, wir haben 70 EMPA in der Schweiz, 70 Materialien im Rahmen dieses Projekts NanoCare, das auch von der Bundesregierung, vom BMBF gefördert wird, untersucht und konnten keine gesundheitlichen Schäden nachweisen. Das ist dieselbe Debatte mit dem Titandioxid in den Sonnencremes, wo ich immer sagen muss, es gibt keinen einzigen nachgewiesenen Fall, wo das Auftragen von Sonnencremes mit Lichtschutzfaktor 20 oder darüber hinaus Menschen geschädigt hat. Aber es gibt viele Fälle, wo wir wissen, dass das Nicht-Auftragen von Sonnencreme Menschen schädigt. Nun, das ist das klassische Dilemma eigentlich bei jeder technologischen Entwicklung. Jede Erfindung und Entdeckung, die gesellschaftsrelevant wird, hat dieses Dilemma zu bestehen. Ist die Erfindung des Messers ein Fortschritt oder ist es ein Werkzeug, ein Tötungswerkzeug sozusagen? Und das ist die Geschichte der Technologie, ist genau diese Auseinandersetzung in der Gesellschaft. Und es ist nicht verwunderlich, dass das in der Nanotechnologie, so wie in der Gentechnologie, so wie in der Atomtechnologie und in vielen anderen Technologien genauso geschieht. Magic Nano war ein Fall, ein Vergiftungsfälle angeblich durch ein Versiegelungsspray, das Nanopartikel enthalten hat. Schau 2006, den Giftinformationszentren wurden diese Fälle gemeldet und je mehr darüber berichtet wurden, umso mehr Menschen haben sich als durch Nanoversiegelungsspray krank erklärt. Der Hersteller musste dann diese Produkte zurückziehen aus den Supermärkten und so weiter. Und dann ging natürlich die Hektik los und man hat versucht zu untersuchen, was eigentlich die Basis dieses, war ein Badreiniger, dieses Badreinigers ist. Und es kam dann zum Vorschein, dass Magic Nano, dieser Badreiniger, überhaupt keine funktionellen Nanoteilchen enthält. Natürlich ist es ungünstig, Lösungsmittel einzuatmen in einem geschlossenen Raum, und das war wahrscheinlich die Problematik. Aber das hätte ein großer Rückschritt oder ein großes Problem für die Forschung im Bereich der Nanotechnologie in der öffentlichen Akzeptanz werden können, wenn das nicht so schnell hätte geklärt werden können. Wir müssen also wachsam sein. Es wird geschätzt etwa, dass 150 bis 600, je nachdem, wie man das eingrenzt, Nano-Lebensmittel auf dem Markt sind. Wir wissen sehr genau von unseren Umfragen im Deutschen Museum, dass die Menschen die rote Nanotechnologie, also wenn es um die Frage geht, kann Nanotechnologie gesundheitsfördernde Wirkungen haben, Krankheiten heilen, sehr positiv, sehr hoffnungsvoll eingestellt sind. Wenn es um die weiße Nanotechnologie geht, sind sie auch, sagen wir mal, interessiert zumindest, also in den Materialwissenschaften der Einsatz. Geht es aber um die grüne Nanotechnologie, also Verwendung von Nanopartikeln
In Lebensmitteln beispielsweise sind sie äußerst skeptisch, ja, sie lehnen das in ihrer Mehrheit ab. Harald Krug, Toxikologe der EMPA, würde, sagt er, von künstlichen Nanopartikeln im Essen warnen, wenn es sie denn gäbe. Welche Aussage nun stimmt, lässt sich nicht leicht beurteilen, weil natürlich auch keine bisher jedenfalls, obwohl das Europäische Parlament eine Nano-Kennzeichnungspflicht 2011 beschlossen hat, diese noch nicht in den Supermärkten angekommen ist. Swiss Re, großer Rückversicherer, Risk Engineering, sagt, wohl kaum jeder zuvor waren Chancen und Risiko einer neuen Technologie so eng miteinander verknüpft, wie das bei der Nanotechnologie eben der Fall ist. Nun, die Eigenschaften, die die Nanopartikel eben für uns so wertvoll machen, das sind ja natürlich auch genau die, die sozusagen uns vielleicht, jedenfalls der Gesellschaft, den Menschen Probleme bereiten könnten. Deshalb gibt es solche Projekte wie NanoCare, die begleitende Forschung zu wissenschaftlichen Forschungsprojekten darstellen, um den Fragen eben nachzugehen bei der Partikelherstellung, bei der Standardisierung, bei der Charakterisierung, geeignete In-vitro-Modelle auch zu finden. Expositionserfassung auf dem Arbeitsplatz, am Arbeitsplatz zu machen. Datenaufbereitung, Interpretation der Wissensbasis. Titandioxid ist ein Weißpigment, aber es ist auch ein Nahrungsmittel- oder Medikamentenzusatz, selbstverständlich. Wie erklären wir unseren Menschen, wie erklären wir der Gesellschaft, was die Chancen, was die Risiken sind und was überwiegt? Die Vision der Nanotechnologie ist natürlich dieses Herunterskalieren vielleicht, um über ein E. coli dann auch zu so einem Nano-U-Boot vielleicht einmal zu gelangen. Ich weiß, Mr. Whitesides, we are going bottom up, not top down. Aber das ist sozusagen die Ikonografie eben von Dennis Quaid und Steven Spielbergs Film. Das Nano-U-Boot findet sein Pendant sozusagen in der Pillenkamera. Die schlucken sie und dann kommen natürlich Bilder, Aufnahmen vom Inneren des Körpers. Das ist eine nicht-invasive Methode der Endoskopie und das ist natürlich sehr, sehr gut für die Menschen. Aber es ist natürlich so ein gewisser nur ein kleiner Schritt. Nanotechnologie ist in aller Munde, also alles Nano. Die Werbung hat das natürlich schon auch aufgenommen und erkannt. Bei Kellogg's Cornflakes gab es mal die Packungsvorderseite, wo gesagt wurde, Kellogg's präsentiert Nanotechnologie als Sieg über die Materie. Und das ist natürlich klar, Menschen wollen siegen, wir wollen die Sieger sein. Und wenn jetzt Nanotechnologie uns zu siegen verhilft, dann muss sie gut sein. Und dann steht auch Robert Winzlinge, die sich wie Einzeller vermehren und Atom für Atom alles produzieren, was wir brauchen, können gebaut werden. Kellogg's und ProSieben führen sie in die Welt dieses Mikrokosmos ein. Eigentlich müsste Nanokosmos heißen, aber da wollen wir jetzt mal nicht so genau sein. Werbung darf das. Die gesellschaftliche Bedeutung der Querschnittstechnologie, Nanotechnologie ist also die Frage, handelt es sich um eine zweite Schöpfung, wie die Rhein-Neckar-Zeitung berichtet hat, die kleine Technikrevolution, geht es um Rechnen mit dressierten Atomen, geht es um Quantenkryptographie. Dank Nanotechnologie, zeige ich Ihnen nachher nochmal, ist die Zahnreparatur aus der Tube möglich, Apatit. Aufbruch also in die Zwergenwelt und Firmengründer finden ungeheuer große Möglichkeiten, ihre Unternehmen zu entwickeln, wenn sie nur schmutzfreie Toiletten, kratzfeste Autolacke und so weiter herstellen. Aber auch Teufelchen sind im Anflug. Also was nun? Evil or divine? Von der Mikro- zur Nanowelt, ich entschuldige mich für alle, von all, die das natürlich... Der Meter zum Nanometer ist wie etwa der Erdball zum Tennisball. Aber es sind diese wesentlichen Eigenschaften, die sich auf der Nanoskala ändern, die wir in unseren Produkten dann auch verwenden können. Also es sind zum einen die Quantisierungsphänomene, also wir können neue Farbe, neue Härte, neue Transparenz, elektrische Leitfähigkeit, Magnetismus beeinflussen, wenn wir engineeren können, wenn wir Materialien auf der Nanoskala herstellen können, die gewünscht sind.
Wir haben eine vergrößerte Oberfläche, dadurch, dass die Teilchen klein sind. Durch die maßgeschneiderten Materialien können wir Schmelzsiedepunkte, chemische Reaktivität, katalytische Aktivität, solche Dinge verändern. Adhäsion, Bindungsverhalten gezielt einstellen. Engineering sozusagen auf der Nanometerskala. Und eine auch wirklich ganz besondere Fähigkeit von biologischen Nanosystemen. Und bei Nanosystemen ist ja oftmals der Unterschied zwischen biologisch und synthetisch gar nicht mehr so deutlich zu machen. Dass neue Anwendungen, zum Beispiel Selbstorganisationsanwendungen in der Wundheilung, es gibt Wundpflaster heute, Reparaturfähigkeit, Erkennungsfähigkeit, Schloss-Schlüssel-Prinzipien, all diese Dinge, die in der Natur, in der Biologie, im Medizinischen so eine große Rolle spielen, diese verstehen, diese weiterentwickeln zu können, auf der Basis eines Verständnisses der molekularen und atomaren Welt. Das ist das große Versprechen und zugleich die große Herausforderung. Und neu ist natürlich auch, dass nun Größe eine Rolle spielt. Size matters. Wenn wir uns so einen Goldklumpen anschauen, dann hat er einen Schmelzpunkt von 1064 Grad Celsius, wird aber der Radius dieses Goldpartikels immer kleiner, dann ändert sich eben auch der Schmelzpunkt. Und das ist ungewöhnlich, das ist neu. Normalerweise ist die Eigenschaft einer M6-Schraube im Vergleich zu einer M4-Schraube absolut die gleiche, sie ist nur ein bisschen kleiner. Die Eigenschaft hat sich nicht geändert. Bei den Nanoteilchen ist das etwas anderes. Man kannte das schon 1738, als man den Goldrubin hatte und gesagt hat, den Dukaten ganz klein und dünn geschlagen, in kleine Stücke geschnitten und in ein Kölbchen getan und damit die Kirchenfenster oder solche Kelche ausgestattet hat mit tatsächlich Gold-Nanopartikel, obwohl man das natürlich nicht gewusst hat. Aber man hat Gold so klein schlagen können, dass die Farbe nicht mehr goldfarben ist, sondern plötzlich rot. Heute verstehen wir, warum das so ist. Damals war es einfach eine wunderbare Anwendung. Eine weitere Anwendung heute ist, dass wir Fluoreszenzpartikel herstellen können, die in Abhängigkeit von der Größe, vielleicht von 3 bis 10 Nanometer Partikeldurchmesser, unterschiedliche Fluoreszenzfarben haben. In der medizinischen Diagnostik beispielsweise einsetzbar. Heute verstehen wir diese Phänomene, weil wir ein Verständnis auf der Nanoskala haben. Brave New World. Das ist auch alt. Die Zukunft der Nanofabrikation hat 1956 in dem Cartoon A Present for Grandma Duck Daniel Düsentrieb der Oma erklärt, als sie fragt, Eier, Würstchen, Mohrrüben, Erbsen, Schweineschnitzel, Kartoffeln, ist das alles aus Erde, Wasser und Luft hergestellt? Ja, Frau Großmutter, sagt Daniel Düsentrieb, man braucht nur Erde in die Maschine zu füllen. Also eine Nano-Self-Assembly-Maschine. Das ist alt, die Idee. Die wichtigste Technologie der Zukunft, sagen manche Menschen, ist daher das Molecular Manufacturing. Wie kann ich also Dinge herstellen, indem ich es schaffe, durch Directed Self-Assembly beispielsweise einzelne Moleküle, einzelne Bausteine von Materie so zusammenzufügen, wie das so ähnlich ist, wenn wir an eine Massenproduktion in einem Automobilwerk denken, wo jedes Teil sozusagen herankommt und am Ende kommt dann sozusagen ein Produkt heraus. Dass es da jede Menge Probleme gibt, können Sie sich vorstellen, denn wie packe ich mit sticky Fingers ein Atom und wie werde ich es wieder los und ich habe ja auch große Finger, Fat Fingers sozusagen. Also da gibt es jede Menge Dinge, die man lösen muss, sollte man irgendwann mal in der Lage sein, wirklich so zu tun auch. Historisch geht die Vision der Nanotechnologie auf einen Vortrag von Feynman zurück, der am Caltech 1959 gehalten hat. Er hat sich mit der uralten biblischen Frage beschäftigt, letzten ist, wie viele Engel gehen auf eine Nadelspitze? Und er hat also die Frage gestellt, kann man das Vaterunser auf eine Nadelspitze mal schreiben? Und er sagte eben, die Prinzipien der Physik sprechen da nicht dagegen. Wir sind nur im Moment zu groß, wir können das nicht tun, weil unsere Hände, mit denen wir Dinge manövrieren können, einfach zu grob sind. Aber es sollte mal möglich sein, so ein Instrument herzustellen, was das kann.
Der Schlüssel zur Nanowelt, weil wir darin waren, also kann man denn Atome und Moleküle einzeln bewegen, ist das Rastertunnelmikroskop von Gerd Binnig und Heini Rohrer und Christoph Gerber erfunden. Es ist im Grunde genommen die Spitze, wie ein Insekt eine Spitze benutzt, eine atomare Spitze in diesem Fall, welche in der Lage ist, einzelne Atome und Moleküle nicht nur zu sehen, abzubilden, sondern eben auch zu bewegen, hin und her zu schubsen, zu manövrieren. Und das sieht man hier, da ist ein atomares Gitter zu sehen, da ist ein Schwefelatom hier und dieses Schwefelatom, das ist nicht mehr hier nachher, weil ich es weggenommen habe. Und die Geschichte ist die, mein Freund John Maddox hat gesagt, das ist doch was für das Guinness Book of Records, das schicken wir nach England, nach London. Und dann habe ich gesagt, du, so ein Schmarrn und so, aber nein, er hat es gemacht. Und dann kam ein Brief zurück, wonderful Mr. Haeckel, but how did you drill this hole? Also das ist atomare Loch, wie haben Sie es gebohrt? Und dann habe ich zurückgeschrieben, ich habe einen Spannungspuls angelegt und so viel Energie und also einen Erklärungsversuch gegeben, so 1,5 Seiten. Dann kam wieder ein paar Wochen später ein Brief zurück mit der Frage, wonderful Mr. Haeckel, but which drill did you use? Und dann habe ich verstanden, was eigentlich Wissenschaftskommunikation bedeuten muss. Man muss die Erwartungshaltung des Gegenübers treffen. Und dann habe ich mir lange überlegt, was schreibe ich jetzt zurück? Und dann habe ich zurückgeschrieben, in order to drill an atomic hole, of course I used an atomic drill. Also um ein atomares Loch zu bohren, habe ich selbstverständlich einen atomaren Bohrer benutzt. Und das war gut so, weil das hat dann uns ins Guinness Buch der Rekorde seitdem gebracht. Ne? Das atomare Bit sozusagen gebohrt zu haben, mit einer guten Erklärung eben auch für die Öffentlichkeit. Das ist für Schulklassen das beste Entree, wenn man jemanden vorstellen kann, der im Guinness Book der Rekorde ist, nicht dadurch, dass er die meisten Knödel in kürzester Zeit gegessen hat, sondern eben sowas gemacht hat. Und ich gebe dann meistens die Aufgabe, wenn viele Kinder in der Audience sitzen, habt ihr schon mal ein Loch gebohrt? Ja, 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 Loch und so, Bohrer, schwarzes Loch und solche Dinge kommen dann. Ne? Und dann kriegt man die jungen Leute, kriegt man sozusagen engagiert. Und das muss man machen, man muss sie packen im Herzen, in der Seele, sodass es dann in den Verstand auch übergeht. Also heutige Technik ist groß, damals an der LMU noch gewesen, die Technik, die wir eben heute können, damals auch schon, das war vor etwa 10 Jahren, LMU zu schreiben, indem wir dieses Rastertunnelmikroskopische Spitze benutzen und wie ein Stangerl im Sand am Meer einfach kratzen. Und dieses Kratzen ist ein molekulares Kratzen, diese Buchstaben bestehen daraus, dass man so ungefähr 30, 40, 50 Moleküle haben wir da so weggekratzt. Und das ist natürlich ein Read-Prozess, den wir jetzt machen, ein Write-Prozess haben wir zuvor gemacht. Und wir können es auch wieder erasen, also auslöschen, wenn man es natürlich etwas erwärmt, weil dann die Selbstorganisation wieder zum perfekten molekularen Film, diese grünen kleinen Moleküle, führt. Das Marktpotenzial der Nanotechnologie nach verschiedenen Untersuchungen ist riesengroß, naja, weil es eine Querschnittstechnologie ist. Von der Halbleitertechnologie über die Nanomedizin, Materialwissenschaften. Wir haben in nur 6 Jahren eine Steigerung von 100 Milliarden Dollar auf etwa 1 Billion Dollar Umsatz. Entsprechend eben auch die Jobs in der Nanotechnologie, Arbeitsplätze hier in der Produktion in der EU, die dann auch vorhergesagt werden, dass sie einen scharfen Anstieg machen. Das ist ja alles gut und wertvoll eben auch für unsere Gesellschaft. Wenn wir wertvolle Mitglieder der Gesellschaft sind, als Forscher, als Entwickler, dann geht es eben auch darum, Arbeitsplätze für die Menschen zur Verfügung zu stellen und ihr Leben zu verbessern, angesichts der riesen Herausforderungen, die auf uns zukommen. Schlüsselinnovationen, das ist so wieder ein historischer Rückblick. Wir haben im Deutschen Museum die Schlüsselinnovation der Dampfmaschine ausgestellt, die natürlich die industrielle Revolution ermöglicht hat. Wir haben die Elektrotechnik, die Chemie, wir haben den Transistor, der die Mikroelektronik möglich gemacht hat. Und wir sind eben jetzt bei so einem Kondratjew-Zyklus angelangt, wo wir sagen, in einer vernetzten Welt spielt die Nanotechnologie zusammen mit den Lebenswissenschaften diese Rolle, die vielfach in der frühen Industrialisierung oder eben in dem Lauf dieser Jahre die verschiedenen technologischen Schübe, die in der Gesellschaft wirksam geworden sind,
gespielt haben. Da gilt ja auch genauso Arthur Fries, wunderbarer Cartoon, man muss viele Frösche küssen, um auf einen Prinzen zu stoßen. Also die marktliche Umsetzung von Ideen aus dem Bereich Nanobiotechnologie ist natürlich genauso, dass wir viele Ideen haben und dann am Ende natürlich wenige erfolgreiche Produkte auf dem Markt. Ich habe sehr viel Einblick in ein Private Equity finanzierte Nanostart AG, die dort gerade solche Nano-Startup-Unternehmen finanziert. Und da geht es natürlich schon danach, findet man einen wenigstens unter 10, den man durch Finanzierung zu einem Produkt und zum Erfolg verhelfen kann. Schließlich sind wir ja auch für die Menschen da. Produkte der Nanotechnologie im Alltag kennen wir. Mir hat das deshalb so gefallen, weil wer ein Cabrio hat und Cabrio-Pflege also wünscht, an der Tankstelle, Autowaschen also, der kann es mit Nanotechnologie machen. Warum das für die Cabrios gilt und für andere nicht, das ist sicher ein zufälliger Klebeeffekt dieses Aufklebers. Selbstverständlich, des deutschen Mannes zumindest, liebstes Spielzeug ist heute mit Nanotechnologie ausgestattet und ohne diese gar nicht mehr möglich. Vom kratzfesten Nano-Klarlack über die Reifen Carbon Black, über die Möglichkeiten der Entspiegelung der Armaturen bis hin zu Kfz-Scheibenversiegelung, Sprays und solchen Dingen, die man an Parkplätzen von einzelnen Händlern oder am Flohmärkten angeboten bekommt. Und wir tun gut daran, die Menschen zu ertüchtigen, ihnen die Möglichkeit zu geben, da mitzureden, zu verstehen, um was handelt es sich denn. Und dieser Lotus-Effekt der Selbstreinigung verschmutzter Oberflächen, also dieses Lernen von der Natur, ist ja eine wunderbare Prägung von Herrn Bartlott der Universität Bonn gewesen, wo man eben gesagt hat, Lotus-Oberflächen können solche schmutzabweisenden Wirkungen entfalten, die man heute aber in den technischen Anwendungen, in der Sanitärkeramik, im Fensterscheibenbereich, Ziegelsteine, Textilien und so weiter, in vielen Produkten anwenden kann. Und der ganze Witz dabei ist sozusagen, dass man mit Nanotechnologie im Regen sauber werden kann, weil solche Schmutzpartikel, wie hier gezeigt, von einem Wassertropfen mitgenommen werden und eben nicht auf dieser Oberfläche so hängen bleiben. Die Natur macht uns das vor, deshalb Lotus-Effekt. Herr Bartlott ist Botaniker, hat er wunderbar gewählt, diesen Begriff auch. Daraus ist sozusagen eine ganze Industrie in Deutschland entstanden. Ausstellung der Nanoprodukte des Alltags im Deutschen Museum. Nach der Forschung will der Besucher wissen, was haben wir am Ende davon? Was kann ich kaufen? Und da gibt es jede Menge von diesen Sonnenschutzmitteln, über die wir schon gesprochen haben, bis hin zu Türklinken, die beschichtet sind, bis hin zu wasserabweisenden Ziegeloberflächen oder auch Schuhwachs hier, das alte gute Erdal-Schuhwachs. Neu ertüchtigt sozusagen durch Nanotechnologie. Da gehen Firmen, die eine klassische Tradition haben und oftmals Probleme haben, in die Moderne zu kommen, mit solchen Technologien voran. Die Wertschöpfung in der Nanotechnologie, am Beispiel jetzt hier einer chemischen Nanotechnologie, ist etwa so, wir haben Grundstoffe, Grundmaterialien, wir haben chemische Zwischenprodukte und wir haben dann die Nanoprodukte in den Anwendungsfeldern, also wie Brennstoffzellen zum Beispiel. Am Beispiel des Sonnenschutzmittels kann man sehen, der Erdmarkt im Bereich Nanopartikel ist in diesem Bereich Sonnenschutzmittel etwa 70 Millionen Dollar. Aber der Erdmarkt im Bereich Sonnenschutzcremes ist ungefähr 3 Milliarden Dollar. Das ist sozusagen der Hebel, der Leverage, den man drin hat. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir versuchen, Endprodukte auch in unseren Ländern herzustellen. Nicht nur anderswo auf dieser Erde. Die Frage, ob wir Energie einsparen oder ob wir umweltschonend durch Nanobeschichtung, hier zum Beispiel durch Waschmaschinen, die beworben werden, durch Silber-Nanopartikel, Silver Nano Health System, keine Chance für Geruchsbakterien und Wäsche und Maschine. Die muss man schon zweimal stellen, weil man natürlich den Kreislauf, weil man den gesamten Produktzyklus angucken muss. Wo bleiben denn die Silber Nanopartikel, wenn sie dann mit dem Waschwasser vielleicht in die Kläranlage kommen und dort vielleicht gewünschte bakterielle Abbauprozesse aber verhindern und stoppen? Das heißt also, auch da muss man schon mitdenken, muss man den gesamten Produktzyklus auch bedenken.
Hier dieses Beispiel der Zahnpflege. Apatit, Nanopartikel können also diese am Zahnhals entstandenen Löcher, die dann diese Heiß-Kalt-Empfindlichkeit eben ausmachen, zumachen, verstopfen. Und wenn Sie dann nanosensitiv eben kaufen, dann freut sich eben auch die Firma. Ich bin nicht beteiligt an dieser Firma, deshalb darf ich das sagen. In der Presse, Nanotechnology to revolutionize drug delivery, das ist ein anderes Thema. Die Apothekenumschau, das ist die höchste Auflage einer kostenlosen Zeitung, die in den Apotheken verteilt wird in Deutschland. Wenn Sie der Besitzer sind, sind Sie Millionär, Milliardär eigentlich eher. Hat kürzlich mal geschrieben, Bienengift Melitin, verpackt in Nanopartikel, kann Brustkrebs, Hautkrebs bekämpfen, zumindest im Mausversuch. Sowas ist immer problematisch, solche Dinge. Aussagen über medizinische Anwendungen sind immer problematisch. Ich finde, man darf überhaupt nicht sagen, Nanotechnologie wird Krebs heilen. Man darf höchstens sagen, und das würde ich auch so sagen, ohne ein Verständnis der Vorgänge im Körper, in den Zellen, auf molekularer Basis werden wir nie in der Lage sein, Krebs zu verstehen oder eventuell zu heilen. Aber keine falschen sozusagen Hoffnungen, auch auf kurzfristige Erfolge, sollte man machen. Ziel von solchen Drug Delivery Systemen ist ja, pharmazeutische Trägersysteme auf der Basis zum Beispiel von solchen Nanosphären oder Nanokapseln zu entwickeln. Das ist eine alte Idee, die Paul Ehrlich schon hatte. Er soll angeblich bei einem Besuch des Freischütz den Gedanken an eine Art Zauberkugel geäußert haben, zur gezielten Verabreichung von Medikamenten, dass man so etwas einmal entwickeln könnte. Und wie wahr er in dieser Vorhersage war, ohne Visionen werden wir nicht weiterkommen in der Lösung der anstehenden Probleme. Visionen sind also nicht dazu da, den Menschen zu sagen, wenn du eine Vision hast, dann geh bitte zum Arzt, sondern Visionen, solange sie den Naturgesetzen nicht widersprechen, sind dazu da, die Gesellschaft, die Forscher, die Menschen aufzufordern, an der Verwirklichung zu arbeiten. Ohne Jules Verne hätten wir nicht, bin ich überzeugt, eine Mondfahrt oder das Betreten des Mondes überhaupt schaffen können. Und so ist es eben hier auch, Nanotechnologie in der Medizin, ein Beispiel, der gezielte Wirkstofftransport, Vorteil von solchen nanoskaligen Drug Delivery Systemen, das wird in Medizinerkreisen häufig mittlerweile diskutiert, dass man erreichen kann, dass sich Medikamente im erkrankten Gewebe anreichern, dass man ein verbessertes Zeit-Dosis-Profil hat. Das ist die Frage, wann werden die einzelnen Medikamentmoleküle in welchem zeitlichen Ablauf freigegeben im Körper. Und natürlich die große Versprechung, der große Wunsch, dass man eine Kopplung hat an diagnostische Funktionen mit therapeutischen Funktionen. Also nicht nur Diagnostik, sondern eben Therapie. Auf dieser Skala, auf der das Leben natürlich funktioniert, zu machen. Ein weiteres Beispiel, der nicht-virale Gentransfer ist eine Anwendung. Gentransfer ist ja immer eine Aufgabe gewesen, die oftmals mit Viren, also sozusagen sich einschleusenden lebenden Objekten, die dann die gewünschte Erbinformation am Wirkort ablegen. Und das ist natürlich auch gefährlich, da hat es auch schon Unfälle gegeben. Die Idee ist jetzt eben mit Hilfe von Nanopartikeln, sage ich mal ganz allgemein, so einen nicht-viralen Gentransfer zur Heilung von Erbkrankheiten beispielsweise zu machen. Nanotechnologie hat auch eine grüne Vision, zum Beispiel Solarzellen, zum Beispiel verringerter Energieersatz in der Nanoproduktion selbst, aber auch Brennstoffzellen, Membranen, Wasseraufbereitung, Ultrafiltration. All diese Themen sind unbedingt zu lösen, wenn wir dem begrenzten Ressourcensystem der Erde begegnen wollen. Wir haben ja in den letzten 100 Jahren so getan, als wenn die Ressourcen der Erde nicht in hunderten Millionen von Jahren entstanden wären, sondern in 100 Jahren und wenn sie für immer zur Verfügung stehen würden.
Nanoelektronik ist allgegenwärtig. Smart Home, Fingertip, biometrische Authentifizierung, Batterien, Kopfhörer, Sicherheitslösungen, Sprachen, Sicherheitslösungen. Wir haben als einen der Nominierten beim Deutschen Zukunftspreis 2012 Infineon gehabt mit einer Sicherheitschip-Lösung, die auf Nanotechnologie selbstverständlich basiert, auf der Anwendung von solchen Prinzipien, Verständnis auf der Skala der Chips. Das ist eine wunderbare Situation. Einstein war Mitglied im Deutschen Museum, im Board. Und ich glaube, das Bild ist mal entstanden, als er im Englischen Garten spazieren ging. Es war eine Sommernacht, eine laue Mondnacht. Sie können es nicht genau sehen, aber er hat hier seine Geige im Koffer dabei. Und auf der Parkbank saß dieses junge Mädchen. Und wie sich so gehört, sagt das junge Mädchen: "Oh Albert, if we would have a child together, imagine your brain and my beauty." Und Albert hat aber geantwortet: "But Marilyn, imagine if it happens the other way around." Er hat nämlich gewusst, dass die Selbstorganisation von Molekülen auf der Nanoskala der Schlüssel zum Leben ist und diese Selbstorganisation aber nicht a priori deterministisch verläuft. Also nicht im Grunde genommen vorhergesagt werden kann, wie sich der Genpool zweier Menschen sozusagen dann für das Kind dann auswirkt bei der Paarung. Und eben eine Besonderheit der Quantenwelt sieht man in diesem Cartoon auch. In der Quantenwelt geht der Determinismus verloren und wenn Bob zu Alice sagt, Alice, you are the one for me. Und Alice antwortet, but Bob, in a quantum world, how can we be sure? Es ist genau diese Aussage, nicht? Dass wir den Determinismus verlieren, dass wir dieses Geflecht, an das wir so gewöhnt sind in der makroskopischen Welt, dass aus jeder Ursache selbstverständlich eine Wirkung folgert, dass diese berechnet vorhergesehen werden kann. Und wir wissen ja all diese Aussagen, Gott würfelt nicht, Einstein in seiner Auseinandersetzung mit der Quantenwelt. Und das ist zum ersten Mal innerhalb jetzt der praktischen Nanotechnologie, ich schaue Jörg Kotthaus an, wenn er seine Seiten macht, die nur noch aus wenigen Atomen bestehen, ist ja immer die Frage, oder wenn man einen Schalter macht, wo links oder rechts unterschieden werden muss, wenn aber eine statistische Wahrscheinlichkeit nur für links oder rechts besteht und der Schalter sozusagen gar nicht oder jedenfalls nicht deterministisch an einer Stelle ist und der Schalter links oder rechts, 0 oder 1 ist ja die Basis des digitalen Rechnens, dann kommt man ein wenig in die Bredouille. Und da gibt es natürlich Lösungsansätze und Lösungen. Es ist ein spannendes Thema jedenfalls, sich damit zu beschäftigen. In dem Buch Nanomedizin hat Robert Freitas mal geschrieben, DNA-Reparaturmaschinen können beschädigte Chromosomenteile reparieren und andere medizinische Nanoroboter können dann eben in dieser Zukunft menschliches Gewebe säubern vor ungesunden Anlagerungen. Und jetzt kommt's, and restore these cells to their useful vigor. Das ist die Idee des Jungbrunnens des 15. Jahrhunderts. Dass man also mit Hilfe jetzt der Nanotechnologie doch mal in der Lage sein sollte, diesen uralten Wunsch der Menschheit zur Erneuerung, zur Juvelinisierung der Zellen eines Menschen zu schaffen. Jetzt könnt ihr es. Ihr seid aufgerufen, Menschenskinder. Ihr versteht doch die Welt auf der molekularen Skala. Why don't you do it? Ruft man uns zu. Also die Frage ist offen, wohin geht die Reise? Wir sind alle aufgerufen, an dieser Reise teilzunehmen, nicht nur teilzunehmen, sondern die Menschen, unsere Gesellschaft zu involvieren, ihnen Teilhabe zu ermöglichen. Denn in einer demokratischen Gesellschaft ist Teilhabe, ist Verständnis, ist der Dialog, das Sagen Ja oder Nein, das Abstimmen darüber die Basis. Und wie bei Stuttgart 21 jeder erlebt hat, wir müssen aus Betrachtern nur, aus Betroffenen
Teilhabende machen. Bottom-up statt top-down, das wird, sagt Gerd Binnig, unsere Gesellschaft verändern wie keine andere Technologie zuvor. Also eine Art zweite Genesis ermöglichen. Und Technologie, das ist unsere feste Überzeugung im Deutschen Museum, entwickelt sich nicht ausschließlich oder überhaupt nicht vielleicht im Labor. Sie entwickelt sich immer innerhalb einer Kultur. Und die gesellschaftlichen Ansprüche, diese Balance zwischen Chancen und Risiken, die ethischen Prinzipien zu beachten, das ist unsere Aufgabe. Und dieser Kollege sagte ja damals schon bei der Erfindung des Feuers, it's fantastic, I'm just afraid I don't come along with this modern technology. Und dass das nicht so bleibt. Dazu sind wir alle aufgerufen, Wissenschaft zu kommunizieren. So, ich weiß, dass Sie glauben, Sie verstünden, was Sie denken, was ich gesagt habe, aber ich bin mir nicht sicher, ob Sie begreifen, dass das, was Sie gehört haben, nicht das ist, was ich meine. Vielen Dank.